Und dann drin Justin Prostinek und Isaiah Harris, der den Ball jetzt empfängt und zurückträgt. Versucht über die linke Seite zu gewinnen, Raum zu gewinnen, aber dann sind da viele rote Jerseys und kurz hinter der 20-Yard-Line wird das erste Play des Tages gestoppt und wir sehen jetzt die Offense rund um Nate Hayden. Ball wird wieder abgegeben über die linke Seite und Lorenz Rotermund bricht durch und da ist der erste Touchdown für die Kiel Baltic Hurricanes. Und dann super. Niemand mehr, der ihn aufhalten kann. Die ersten Punkte auf dem Board. Jetzt will Kobian Ajay Freeman daraus noch den Extrapunkt machen. Und das sieht gut aus. Die Führung für die Hurricanes 7:0. Jetzt. Aber jetzt wird es natürlich immer schwieriger für die Defense, kurz die Punkte zu verhindern. Endzone, Jalen Henderson, Heiko Bahls im Backfield. Drei Receiver auf der linken Seite. Da versucht er auch hinzuwerfen. Rollt raus, wirft in die Flat. Und das Tackle gebrochen von Heiko Bahls. Touchdown, Potsdam Royals. Ja, CJ Davis hätte hier noch die Chance gehabt, aber Heiko Bahls, sieht man, hat da auch ein paar Kilo Vorteile gegenüber CJ und kann dann da leicht vorbeispazieren und wirft in die Flat auf einen Screen auf Heiko Bahls, aber auch da wieder für die Potsdamer. Und das ging dann doch jetzt schnell, die Antwort. Da haben die Royals einmal Tempo gemacht und wir sehen kein Extrapunktversuch, sondern man geht wieder für zwei. Man geht für zwei. Enge Formation. Henderson erwartet den Ball und läuft selber als Quarterback Run und schafft es, die Führung für seine Farben zu erzielen. Jalen Henderson mit dem wenig Yards zu gehen. Stimmt, ein extra Lineman noch quasi als Blocker und der Ball wird abgegeben durch die Mitte und das Tackle reicht nicht. Touchdown Royals. Ja, das war. Wollte der Pass gespielt werden aus der Heavy Formation. Jetzt läuft er selber, findet die Lücke und der Two-Point-Try ist gut. Also 16:7. Und man hofft dann natürlich jetzt mit einem erfolgreichen Field Goal, das auf einen Score zu reduzieren, um dann eben. Henrik Volk, der Holder, Ball unterwegs und der sieht gut aus. Ah. Field Goal von Kobian Ajay Freeman. Kobe mit den nächsten Punkten, glaube ich, 8 Yards abgegangen wurden. So, Henderson wirft tief Richtung Endzone. Ball gefangen und die ganzen Diskussionen können wir uns sparen. Touchdown Royals und es ist, wer sonst, Brandon Beaulieu. Ja, solche, ja. Ja, aber erst jetzt in dem Drive, ne? Fehler einfach, ja. Irgendwie sich einschleichen mittlerweile. Eigentlich haben sie ja 3 Touchdowns jetzt schon gemacht. Also, aber auch das ist ja eine Riesenqualität. Sie gehen wieder für 2. Henderson rollt über die rechte Seite raus, wirft Richtung Endzone und findet seinen Receiver für die Two-Point-Conversion. Thomas Jenkins mit dem Catch. Beaulieu im Backfield. Aber der Ball geht auch auf ihn. Und das ist natürlich überragendes Play-Call. Und am Ende der Touchdown für die Royals. Brandon Beaulieu mit dem Catch, angetäuscht, der Screen nach links, rechts rausgerollt. Das ist auch einfach gut gemacht. Ja. Touchdown für Brandon Beaulieu, jetzt auch die Season gesehen. Wieder der Two-Point-Try für die Royals. Lauf und der Try ist gut. Die nächsten 2 Punkte für den Meister Jones wieder mit dem Run. Tight Wide Formation. Motion jetzt für Postinek. Doch als Running Back. Und der Run angetäuscht und Nate Hayden mit dem Jump Pass über die Mitte und da ist Salim Iqbal mit dem Catch und dem Touchdown für die Kiel Baltic Hurricanes. Mal schön mit Gefühl über die erste Verteidigungslinie rüberlegen den Ball und Salim Iqbal. Fängt nicht hundertprozentig klappt, Jalen Harris gibt den Ball ab an Heiko Bahls, der Richtung Endzone durchbricht und die nächsten Punkte für den amtierenden Meister aufs Board bringt. Heiko Bahls mit dem Touchdown Run. Henderson, der in die Endzone spazieren kann, fast schon. Play-Action angetäuscht und dann quasi Read-Option so ein bisschen. Ja, so, in die so eine Triple-Option quasi. Sehr, sehr selten. 3. und 10, Nate Hayden, Play-Action. Zeit über die Mitte und findet seinen Receiver kurz vor der Endzone. Abgepfiffen. Und das Signal ist. Catch an der 1, glaube ich. Isaiah Harris sagt, er war noch gar nicht down. Aber auf jeden Fall der 7. Catch für Isaiah Harris. Die Schiedsrichter, ja, besprechen sich hier noch. Also die beiden Goal-Line-Judges. Ja, jetzt kommt das Signal hier auf. Touchdown Hurricanes. Und ja,
ja, ein Run hier für No Gain und dann auf einmal packen sie dann nochmal das raus. Ne? Genau, Jalen Henderson mit der Blitz über die Seite, dann aber der Catch von Jenkins und der Touchdown für die Royals. Thomas Jenkins weicht da mehreren Spielern aus. Die Jungs, die wir leider wahrscheinlich noch viel zu wenig erwähnt haben heute, sind die... Die Two-Point-Conversion auch gut und die nächsten Punkte für die Royals. Heiko Bahls hat da den Snap direkt bekommen und ist durchgelaufen, oder? Ja. Henderson jetzt, First and Goal, 1 Minute 20 noch zu gehen. Motion von der rechten Seite, Henderson rollt über die rechte Seite raus, findet seinen Tight End, Touchdown Royals. Ja, das war mit der Nummer 9, finde ich auch. Also es fühlt sich nicht so an, als wenn man jetzt hier verprügelt worden ist, genau, oder? Also es ist einfach, ja, auch diese Two-Point-Conversion scheint hier wieder zu laufen, genau. Ja, dass wir gespielt haben, ja. Dass dann heute ja, die Kieler Offense konnte das ein bisschen anders nutzen. Defense-mäßig habe ich eben schon einmal kurz gesagt.